eine super Reihe von ihm. Ja, hier ist es. Und ich garantiere euch, wenn ihr so einen schönen flachen Humor habt wie ich, dann werdet ihr euch köstlich amüsieren. Ist auch, finde ich, der perfekte für diesen Sketch. Ich kann mir den Sketch nicht mit einem anderen Comedian vorstellen. So, von der Art her. Es ist schon perfekt, eigentlich. Gegenangriff, Konto bestehen. Aha! Das ist ja auch geil. Den Level in weniger als 6 Minuten beenden. Ach, das schaffen wir noch nie. Für die Erziehung zum Galata-Turm. Versuchen Sie in den Turm. Durchsuchen Sie den Turm, aber seien Sie vorsichtig. Nee. Niemals. 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 Diese ganzen Kletterlevel. Wie kann es sein, dass wir wieder runter müssen? So würde ich gerne einmal kurz vorher hier gucken. Sache. Ja, dann sprinte mal los. Lass. Oh. Kellergewölbe, wer hätte das gedacht? Wurde zur Assassine befördert. Ah, er hat sie der W10 erreicht. Wurde zum Veteran. Jawohl. Ein Hoch auf den Haken. Wow. ja. Ich habe ganz kurz tatsächlich gedacht am Anfang, wir würden in dem Turm bleiben. Natürlich war das falsch. Wo geht's denn hier lang? Okay. Oh! Huhuhuhuhuhuhu. Na komm, hüpf zurück. Was macht der denn da? Boah, Ezio, du bist ein Kranker. Ein geiler Typ. Ey, hier. Oh, ich kann da gar nicht hingucken, wie die Fingerkuppen dem wehtun müssen. Oh. So, und an das Ding. Juhu! Muss ich jetzt loslassen, oder warum wird das so langsam? Hm, komischer Zeitlupeneffekt. Ich hatte den. Die Taste noch gedrückt, also es ist nicht so, dass ich losgelassen habe. Na, welch vortreffliches Gerüst zum Klettern. Müssen wir da hoch überhaupt? Stamper gerade. Leicht schipsen. So, und hoch. Und hoch. Okay, und um die Ecke. Wenn man so ein paar Teile gespielt hat, oder reicht eigentlich auch ein Teil, ein paar Stündchen, dann hat man ein Auge dafür, ne? Wo das höchstwahrscheinlich lang gehen wird. Wow. Juhu. Wo sind das? Am Rand lang gehangelt. Nach links. Oh, ich bin ja richtig stolz auf mich. Ich hab mich schon mal verklickt einmal. Mir ist gerade so, aber ich glaube eigentlich nicht. Das war der Schatten. Nach hinten, nach oben. Ja, hat er gepackt. Nicht gedacht, das sah ganz schön weit aus. Und
Und nach rechts. Aber am dritten gab es schon so geile Kletterparts. In diesen. Was waren das? Diese komischen Wolfslöcher da. Ach, das ist herrlich. Das ist bestimmt so ein Loch, wo man nochmal ganz neu anfangen darf, wenn man runterfällt. So. Heißt, hier geht's. Doch, die kommen auch. Okay. Ich hätte gedacht, wir müssen jetzt so einen Walljump machen. Die Fledermasse. Sollten sie mich erschreckt haben. Wuhu, geil. Krass. Das hier ist alles da, damit er sein Buch verstecken kann, ja? Sehe ich das richtig? So, und weiter geht's geklettert. Natürlich, immer noch kein Pausch. Der schießt doch alles Luxus. So, damit ein bisschen Anlauf. Nein! Nein, 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 nein. Warum lässt der denn da los? Ihr habt doch sogar den Haken gesehen. Ich hab das schon beim Springen immer gedrückt. Weil ich Schiss habe, inzwischen es zu drücken, wenn ich ankomme oder aufkomme, weil ich dann Angst habe, dass er dann loslässt. Oh, es ist so groß, ich wette, 6 Minuten ist eine knackige Zeit. Zack. Oh oh. Oh 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 oh. Oh. Muss ich mich ja in irgendwas. Okay. Ich habe einfach mal A gedrückt. Kann natürlich sein, dass das eine Script-Sequence war und er das selber gemacht hat. Was für eine kranke Höhle. Wie jetzt hier ein Todessprung? Wow, geil. Geil, geil, geil. So, geht's hier lang? Jawohl. Boah, da hat er sich wehgetan, der Kleine. Ich habe einen halben Respekt davor. Ist das herrlich, dass es Spiele gibt, oder? Sowas würde man nie machen im echten Leben. Und durch ein Spiel hat man die Möglichkeit zu sehen, wie es wäre, so etwas zu tun. Natürlich noch ohne Gefühl und ohne Geruch. Aber irgendwann kommt das auch hin. Oh. Ist bei der Konsole so ein Mini-Lüfter dabei, der bläst sich dann an und sowas. Hier. So. Komm schon. Spring doch, du willst es doch. Ja. Jetzt. So. Und da geht's noch höher. Und drüber. Und hier geht's nicht hoch, aber hier. Okay. Checkpoint erreicht. Okay. Hier ist. Noch einmal die Seilbahn. Oh, oh, oh. Ezio, Ezio, Ezio. Vorsichtig, vorsichtig. Na, wenn das Seil nicht mal gleich mal abreißen tut. He? Ich kann nicht laufen. Jetzt geht's ja. Geil, der hat auch gerade die Uhr schon getickt. Ich glaube, wir haben die 6 Minuten leider nicht geschafft. Naja, ey. Dazu muss man es mehrmals machen. Also ich habe zwar in dem im letzten Spiel das bei allen in der Zeit geschafft, aber da bei der einen, da war, das hat eine Weile gedauert. Also das war richtig schwer. Da durfte man nicht einen einzigen Fehler machen. Und als ich es dann geschafft hatte und mir dann einfach so aus Spaß das meinem Neffen gezeigt habe, dann ging es auf einmal irgendwie viel, viel schneller bei dem Versuch.
Ja. Also was heißt viel, viel schneller? Da hatte ich dann auf einmal 10 Sekunden Zeit über oder sowas. 10 Sekunden kann ja schon einmal runterfallen bedeuten. Kann man ja wenigstens sich einen Fehler erlauben. Ansonsten, aber das war auch echt perfekt, aber ohne Kamera drehen, ohne alles einfach. Aha. Geil. Einfach auch mal blind in Richtung der Kamera gehüpft. Und der hat die extra alle bauen lassen, ja? Und alle gleich aussehen lassen. Gründlich, gründlich. Ja, leider. Aber es war knapp eigentlich, oder? Dafür, dass wir hier wirklich das erste Mal drin waren, fand ich es eigentlich echt gut. So, und da bricht die Erinnerung wieder ab. Welch Glück. Sonst hätten wir wahrscheinlich zurücklaufen müssen. Sollen wir denn dann vielleicht mal in die, auf die Inseln? Wir hatten doch jetzt da genug von den Bruchteilen. Gucken wir auf die Uhr eben. Viel zu spät. Nee, nee, keine Inseln. Aufnahmepause, würde ich sagen. Und denn das nächste Mal auf die Inseln. Ja, tolle Idee, tolle Idee. Ja. Okay. Es war wieder eine brillante Aufnahme. Wir haben brillant viel geschafft. Wir haben brillante Fortschritte gemacht. Das war super. Ich würde gerne einmal auf Beenden. Einmal schauen, wie viel Prozent wir jetzt schon haben. Bestimmt 1 Milliarde. Story Modus Chaos. 27%. Yay, das war doch toll. Ja, und es ist kurz nach 9 und ich sage, es ist schon viel zu spät und das liegt nicht daran, dass ich um 9 Uhr ins Bett gehe. Nein, das liegt daran, dass ich für morgen noch nichts gerendert habe. Also Herr der Ringe ist zwar schon komplett fertig, aber ich will ja nicht nur Herr der Ringe hochladen. Und nachdem dann heute Assassin's Creed nicht hochladbar war, aus welchem Grund auch immer, wurde mir ein Fehler angezeigt, muss ich das morgen nochmal tun. Das heißt, da hätte ich auch Puffer, aber ist ja auch egal. Ich bin eigentlich prinzipiell abends wird gerendert fertig. Und deswegen mache ich jetzt hier eine Aufnahmepause und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn ihr Lust habt, seid dabei. Genießt den Jump and Run Spaß mit mir gemeinsam. Okay. Bis dann. Tschüss.